Hi, ich bin Anna Hunger von Kontext. Heute koche ich was für euch aus dem Kochbuch Kochen ohne Tiere, vegan genießen von Katharina Bretsch. Ich kann weder kochen noch bin ich Veganer, aber es soll uns nicht dran hindern, es mal auszuprobieren. Prima, los geht's. Ach so, ja, wir kochen Käsekuchen. Wir backen Käsekuchen. Was wir dazu brauchen, ist Teig und eine Füllung dazu. Und für den Teig brauchen wir 200 Gramm Mehl, 80 Gramm Zucker, 80 Gramm rein pflanzliche Margarine, 50 Milliliter Sojamilch, ein Drittel Päckchen Backpulver, 2 Esslöffel Sojamehl und eine Prise Salz. Für die Füllung braucht man 1 Kilo Sojajoghurt, abgetropft über Nacht, also in Küchentuch und über eine Schüssel hängen und warten, eine kleine Vanilleschote, 2 Esslöffel Sojamehl, 3 Esslöffel Zucker, 1 Teelöffel abgeriebene Zitronenschale, ein Drittel Päckchen Agar-Agar, ein Viertel Teelöffel Backpulver. So, wir fangen jetzt mal mit dem Teig an. Dazu brauchen wir Mehl und Zucker. So, alles drin, jetzt machen wir einen Teig draus. Fertig, Teig fertig. Jetzt testen wir den mal. Schmeckt? Ja, schmeckt nach Teig. So, Teig ist fertig. Jetzt machen wir die Füllung. Dazu brauchen wir Sojajoghurt, wie gesagt, über Nacht abgetropft. Das muss jetzt im Topf erhitzt werden. Teig ausgerollt in der Form. Es muss noch Backpulver rein. Wir rühren das nochmal. So, Füllung auf Teig. Kuchen fertig. 50 bis 60 Minuten Backofen. Super, bin ich gespannt drauf. Unser Kuchen ist jetzt fertig. Sieht prima aus. Ich würde ihn mal anschneiden und mal gucken, wie er so schmeckt. Super lecker.